Höfe am Brühl auf der Ziellinie. Seit Montag bauen die ersten Mieter des neuen Einkaufszentrums ihre Ladengeschäfte aus. Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, gehört McDonald's zu den ersten Mietern, die ihre Ladenflächen in den Höfen am Brühl übernommen haben. Das amerikanische Fastfood-Restaurant wird neben der Plauischen Gasse zu finden sein. Die offene Fußgängerzone, die das Einkaufszentrum teilt, war jahrelang die Verkaufsstelle des Restaurants. Insgesamt seien derzeit 90% der Geschäfte vermietet. Für den Rest gäbe es zahlreiche Interessenten. In den nächsten Wochen werden die Mieter nach und nach ihre Ladenflächen gestalten. Eröffnung der Höfe am Brühl ist voraussichtlich am 25. September.